Der natürliche Satellit der Erde, der Mond, spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem unseres Planeten. Er kontrolliert die Gezeiten der Ozeane, reguliert die Rotation unseres Planeten und beeinflusst sogar das Verhalten bestimmter Tiere. Trotz seiner Bedeutung wurden kürzlich Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Mondes geäußert. Der CEO von SpaceX, Elon Musk, hat eine riesige Struktur von etwa 1609 Kilometern Länge entdeckt, die gefährlich nahe an unserem Planeten vorbeifliegt und somit ein potenzielles Risiko für unseren geliebten Mond darstellt. Diese Entdeckung hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufregung gesorgt, wobei viele Experten die Natur dieses rätselhaften Objekts und seine potenzielle Bedrohung für den Mond in Frage stellen. Genau wie der Mond selbst dient diese Entdeckung als Erinnerung daran, dass wir die Bedeutung unseres himmlischen Nachbarn niemals unterschätzen dürfen. Der Mond hat unsere Vorstellungskraft seit Jahrhunderten beflügelt, wobei viele Kulturen ihm je nach seinen Phasen und Bewegungen spirituelle und mythologische Bedeutung zuschreiben. Aber über seine symbolische Bedeutung hinaus spielt der Mond eine greifbare und lebenswichtige Rolle für das Wohlbefinden unseres Planeten. Während wir weiterhin das Universum um uns herum erforschen und mehr darüber lernen, ist es wichtig, sich der tiefgreifenden Auswirkungen bewusst zu sein, die scheinbar entfernte Objekte auf unsere eigene Welt haben können. Die Sicherheit des Mondes könnte durch eine unbekannte Entität bedroht sein, aber unsere Neugier und unser Bestreben, das Universum zu verstehen, könnten uns letztendlich zu Lösungen führen, die seine fortwährende Bedeutung für kommende Generationen Generation sichern. Aber bevor wir in dieses Video eintauchen, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Kanal abonnieren und sich für unseren Newsletter anmelden, um wöchentlich die neuesten Updates in den Bereichen Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie direkt in Ihren Posteingang zu erhalten. Und als Dankeschön erhalten neue Abonnenten eine exklusive Sammlung von Weltraum-Hintergrundbildern für Ihr Telefon kostenlos. Also, schließen Sie sich uns noch heute an, der Link ist in der Beschreibung. Jetzt setzen wir das Video fort. Unser Mond ist ein unglaublicher Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Seine Größe beträgt weniger als ein Drittel der Erde mit einem Radius von etwa 1740 Kilometern, was ihn zum fünftgrößten Mond im Sonnensystem macht. Die Entfernung zwischen dem Mond und der Erde beträgt etwa 300 Kilometer, was der Entfernung von 30 Planeten von der Größe der Erde entspricht. Trotz der enormen Entfernung schafft es unser Mond immer noch, seine Umlaufbahn um die Erde in nur 27 Erdtagen zu vollenden, während er der Rotation der Erde um die Sonne folgt. Er ist nicht nur für die Bestimmung der Anzahl der Tage in einem Monat verantwortlich, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Gezeiten der Ozeane durch seine Gravitationsanziehung auf unseren Planeten. Dieses Phänomen erleichtert wiederum die Navigation von Schiffen und trägt zur Gesundheit der Meeresökosysteme bei. Erstaunlicherweise wäre die Gezeitenwelle, die durch die Gravitationsanziehung des Mondes erzeugt wird, nur einen Meter hoch, wenn die Erde vollständig mit Wasser bedeckt wäre und kein Land sichtbar wäre. Trotz der lebenswichtigen Rolle des Mondes in unserem täglichen Leben haben es die Menschen nur einmal geschafft, auf seiner Oberfläche zu gehen, und er bleibt der einzige Himmelskörper, der synchron mit unserem Planeten rotiert. Dennoch faszinieren und inspirieren uns die Geheimnisse und Wunder unseres Mondes weiterhin, und wir setzen unsere Erkundungen und unser Lernen über diesen erstaunlichen natürlichen Satelliten fort. Obwohl er der einzige Himmelskörper außerhalb der Erde ist, auf dem die Menschheit einen Fuß gesetzt hat, verschwindet der Mond allmählich aus unserem Blickfeld, und wir sind machtlos, dies zu verhindern. Es gibt jedoch keinen Grund zur Sorge, denn der Mond wird so bald nirgendwohin verschwinden. Dennoch erweitert sich die Umlaufbahn des Mondes langsam, was Anlass zur Sorge gibt. Leider haben die jüngsten Nachrichten des CEO von SpaceX, Elon Musk, eine erstaunliche Entdeckung enthüllt, die zuvor unter der Oberfläche des Mondes verborgen war. Musk und sein Team haben einen riesigen Metallhügel entdeckt, von dem sie schätzen, dass er mindestens 290 Kilometer lang ist und fünfmal so groß wie die Insel Hawaii. Diese seltsame Masse wurde im Aitken-Becken am Südpol gefunden, einem riesigen Krater, der vor Milliarden von Jahren entstand, als der Mond noch geschmolzen war. Obwohl der Krater zur Bildung der Struktur beigetragen hat, könnte die große Metallmasse der metallische Kern eines früheren Einschlags sein. Diese Entdeckung ist wichtig, da sie mit einer Kombination aus Topographie des Lunar Reconnaissance Orbiter und Daten der Grail Mission der NASA gemacht wurde. Durch die Analyse dieser Informationen konnten Musk und sein Team die Berechnungen der Dichte des Mantels und der Dicke der Kruste des Kraters verfeinern, was ein seltsames Übermaß an Masse unter der Oberfläche enthüllte.
Obwohl diese zusätzliche Masse von der Oberfläche aus nicht sichtbar ist, verändert sie die Oberfläche des Mondes erheblich, zieht sie nach unten und schafft eine ungewöhnliche kreisförmige Vertiefung, die sich mehr als 0,8 Kilometern unter dem Boden des angrenzenden Kraters befindet. Laut Musk könnte diese zentrale Vertiefung entscheidende Informationen über das Innere des Mondes liefern. Interessanterweise hat das Südpol-Aitken-Becken in der Vergangenheit aufgrund seiner Größe und Zusammensetzung Aufmerksamkeit erregt und wird als der beste Ort angesehen, um nach Material der Erdkruste zu suchen. Sarah Russell, Professorin für Planetenwissenschaften am Naturhistorischen Museum in London, schlägt vor, dass dieses gigantische Becken der größte erhaltene Krater im Sonnensystem und eine der größten Einschlagstrukturen im Sonnensystem ist. Noch faszinierender ist der Standort dieses rätselhaften Blobs, der in einem Gebiet gefunden wurde, das ein potenzieller Landeplatz für zukünftige Mondmissionen sein könnte. Im Jahr 2019 schickte die chinesische Mission Chang'e 4 einen Rover, um die Rückseite des Mondes zu erkunden, und landete im von Kármán-Krater, der sich in der Mitte des Südpol-Aitken-Beckens befindet. Die GRAIL-Mission, die 2011 gestartet wurde, enthüllte, dass das Südpol-Aitken-Becken im Gegensatz zu anderen großen Kratern kein Muster von Massenkonzentrationen aufweist. Dies veranlasste die Wissenschaftler, neue Modelle zu erstellen, um die Kräfte unter der Oberfläche zu verstehen und besser zu verstehen, was unter der Oberfläche des Mondes vor sich geht. Wissenschaftler waren fasziniert von dem mysteriösen Blob, den Elon Musk kürzlich entdeckt hat. Der Blob, der sich über mehrere Kilometer erstreckt, könnte den Forschern helfen, die Kollision, die den Krater auf dem Mond verursacht hat, und die Entwicklung des Mondes und seiner Nachbarn im Laufe der Zeit besser zu verstehen. Ein Team von Wissenschaftlern hat dieses ungewöhnliche Phänomen untersucht und zwei Theorien vorgeschlagen. Eine Theorie besagt, dass der Blob ein Überrest von dicken Oxiden sein könnte, die sich in den letzten Sekunden vor der Kollision der beiden Körper gebildet haben. Es gibt jedoch keine bekannte Methode, die eine solche Schicht unter dem Südpol-Aitken-Becken entstehen lassen könnte, was das Team dazu veranlasst, eine andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das Durcheinander durch einen alten Impaktor verursacht worden sein könnte. Das gigantische Becken des Mondes wurde wahrscheinlich durch ein Stück Weltraumgestein geschaffen, das groß genug war, um bei seiner Bildung mehrere Schichten zu durchdringen, was ihm einen dichten, metallischen Kern und äußere felsige Schichten verlieh, wie es viele Planeten jetzt haben. Diese Hypothese basiert auf der Tatsache, dass eine tiefe, schalenförmige Vertiefung durch die Energie des Einschlags am tragischen Tag ihrer Kollision gegraben wurde. Der metallische Kern des ursprünglichen Impaktors wurde jedoch zerstört und die Vertiefung auf dem Mond wurde teilweise mit geschmolzenem Gestein gefüllt, während die Überreste des Kerns des alten Impaktors im Inneren blieben. Trotz dieser beiden Vorschläge glaubt das Team, dass es noch etwas ziemlich Faszinierendes an dem Materieklumpen gibt. Diese rätselhafte Struktur von etwa 1609 Kilometern Länge ist nicht das einzige Objekt auf dem Mond, das das Interesse der Wissenschaftler geweckt hat. Eine kürzlich durchgeführte Studie über das Südpol-Aitken-Becken hat ergeben, dass der Krater etwa 64 Chekhov-Blauser 30 Kilometer größer ist als bisher angenommen. Diese Entdeckung ist bedeutsam, da SpaceX und die NASA planen, bald Missionen in das Becken und den angrenzenden Südpol des Mondes zu starten. Die neuen Daten, die während der Gravity Recovery and Interior Laboratory Mission und des Lunar Reconnaissance Orbiter gesammelt wurden, ermöglichten es den Forschern, die außergewöhnlichen Ereignisse zu verstehen, die eines der größten bekannten Einschlagsbecken unseres Sonnensystems hervorgebracht haben. Dies geschieht mehr als 20 Jahre nach dem ersten amerikanischen Raumfahrzeug, das zum Mond geschickt wurde. Elon Musk behauptet auch, dass es noch viele Dinge gibt, die wir nicht wissen oder nicht verstehen über den genauen Mechanismus, der diese rätselhafte Struktur geschaffen hat. Wissenschaftler untersuchen einen kolossalen Krater und ihre Entdeckungen deuten darauf hin, dass er Beweise für die Entstehung des frühen Sonnensystems enthält. Dieser Krater befindet sich auf dem Mond, der noch eine beträchtliche tektonische Aktivität aufweist, insbesondere im Südpol-Aitken-Becken. Es ist faszinierend zu wissen, dass der Mond tektonisch aktiver ist als bisher angenommen. Und die Wissenschaftler sind sich einig, dass die auf dem Mond verwendeten Seismizitätsmechanismen sich von denen auf der Erde unterscheiden. Im Gegensatz zur Erde, wo die Plattentektonik die alte Oberfläche zerstört hat, bewahrt der große Krater des Mondes Beweise für einen frühen Einschlag. Die Gravitationsanziehung der Erde auf den Mond ist für die meisten Aktivitäten des Mondes verantwortlich, einschließlich einiger der aufgezeichneten Monde, die durch Menschen verursacht wurden.
da die Missionskontrolle Einweg-Raumschiff-Komponenten auf den Mond stürzte, um die Seismometer zu kalibrieren. Die seismische Aktivität des Mondes wird auch durch große Tag-Nacht-Temperaturschwankungen beeinflusst, die bis zu 500 Grad Fahrenheit erreichen können. Interessanterweise haben Forscher entdeckt, dass 28 der erfassten Beben ihren Ursprung in den oberen wenigen Meilen der Mondkruste zu haben scheinen und so intensiv wie Erdbeben der Stärke 5,5 sind. Es hat jedoch mehr als 40 Jahre gedauert, bis die Menschen diese Ereignisse verstanden und erklärt haben. Diese neuen Erkenntnisse über die tektonische Aktivität des Mondes haben das wissenschaftliche Interesse an unserem himmlischen Nachbarn gesteigert. Durch das Studium des Mondes können wir mehr über die Entstehung unseres Sonnensystems und vielleicht sogar unseres eigenen Planeten erfahren. In den letzten Jahren wurden viele Forschungen über den Mond durchgeführt, wobei Wissenschaftler Bilder des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA verwendet haben, um hunderte von Fragmenten auf seiner Oberfläche zu kartieren. Dank dieser Forschungen haben Wissenschaftler entdeckt, dass die auf dem Mond vorhandenen Mineralien geologisch jung sind und vor weniger als 50 Millionen Jahren entstanden sind. Um den Ursprung der Mondbeben zu lokalisieren, verwendeten die Forscher einen Algorithmus, der normalerweise verwendet wird, um die Standorte von Erdbeben auf der Erde zu identifizieren, wenn die Netzwerke von Seismometern spärlich sind. Sie erzeugten ein Raster von mutmaßlichen Ursprungsgebieten für die Mondbeben, wobei sie annahmen, dass diese Fragmente die Orte waren, die für die beobachteten flachen Mondbeben verantwortlich waren. Die Forscher entdeckten, dass 8 der 28 Fälle, die als Mondbeben angesehen wurden, sich in einer Entfernung von weniger als 28 Simyn zur 90 Pmetet von einer Kollision ereignet hatten und dass 6 der 28 Vorfälle stattgefunden hätten, als der Mond am weitesten von der Erde entfernt war. Diese Entdeckung ist überraschend, da die Gezeitenkräfte und die Mondoberfläche während dieser Zeit am stärksten sein sollten. Um sicherzustellen, dass die Assoziation nicht nur ein zufälliger Zufall war, simulierten die Forscher 10.000 seismische Ereignisse, um zu bestimmen, wie oft sie zu einem ähnlichen Muster führen würden. Die Ergebnisse zeigten, dass es nur eine Chance von 1 zu 100 gab, dass all diese Variablen auf diese Weise zusammenfallen würden. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass der Mond noch tektonisch aktiv ist, wobei die Fragmente die Epizentren der Mondbeben sind. Um dieses Phänomen weiter zu untersuchen, hoffen die Forscher, eine Mission vorzuschlagen, die ein neues Netzwerk fortschrittlicher Seismometer auf dem Mond einsetzen wird, von denen eines möglicherweise auf oder in der Nähe eines Fragments landen könnte. Es gibt jedoch viele Unsicherheiten in Bezug auf diese Hypothesen, da sie auf statistischen Argumenten basieren. Die jüngste Mondentdeckung von Elon Musk hat neues Interesse an der Mondforschung geweckt und den Wissenschaftlern eine nützliche Karte zur Verfügung gestellt, die zukünftige Landegeräte verwenden könnten, um relevante Bereiche für die Untersuchung zu vermeiden. Die Perspektive des Technologiemilliardärs, Menschen zum Mars zu schicken, könnte sich auch im Lichte dieser neuen Entdeckung ändern und ihn dazu veranlassen, der Mondforschung Priorität einzuräumen. Und was denken Sie darüber? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen. Und bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, sich für unseren Newsletter anzumelden, um die neuesten Updates in den Bereichen Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie direkt in Ihren Posteingang zu erhalten. Und vergessen Sie nicht, Ihre Weltraumhintergrundbilder für Ihr Telefon zu beanspruchen. Sie sind völlig kostenlos und Sie können den Link in der Beschreibung finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.